Wer auf die Toilette geht. Also die Kopftücher, die mit der Umhäkelung haben 200 gekostet. Das ist normal, aber ich habe keine gefunden, die mir gefallen haben. Das war das Problem. Und die Bonnets gibt es auch nicht. Und jetzt sind wir hier schon am Ende. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Also auf dem Dienstagsbazar wüsste ich jetzt, wo ich hingehen würde. Aber hier ist schwierig. Dann muss ich nochmal in die Läden rein gleich. Es ist halt alles auf Tourismus eingestellt hier, ne? Leider. Da sind Kopftücher. Können wir nochmal hin? Da könnte ich was finden. Mal gucken. Ja, Spulduk. Das sind so die Sachen, die ich mir vorgestellt hatte. Sowas zum Beispiel für zu Hause. Nee, das finde ich bestimmt auch. Da würde ich dann welche mitnehmen. Obwohl mir das zu sehr auffällig ist. Ich würde eigentlich gerne ein ganz schlichtes Bonnet haben. Bir bakalım önce, ondan sonra tamam. Size sorarım. Atabilirsiniz, beğendiğiniz atabilirsiniz. Sağ ol. Penye mi şu modelim? Ich bin fertig. Ich habe meine Kopftücher erstmal gekauft und damit werde ich erstmal versuchen, mich so ein bisschen auszuprobieren. Da hinten waren Vorleger, die kosten 300, wofür ich in dem einen Laden 125 bezahlt habe. Der ist zwar schöner, aber den der Mann da gerade zusammenlegt, der kostet 300 Telle. Das ist viel zu teuer. Ja, ich habe jetzt soweit alles, was ich brauche. Hier sind nochmal Kopftücher, da kann man auch nochmal gucken und fragen, was die kosten. Merhaba, kaç lira bunlar? 150 lira. 150. Güzel. Bunlar aynısı mı? Bunlardan mı? Evet canım, aynısı. Ha, tamam, güzel. Ya. Tamam. Krem. Canım her şey pahalı. Zaten biliyorum. Valla bir kilo çilek olmuş 100 lira. Tamam biliyorum. Bunlar hiç olmazsa. Yani. Şöyle. Tamam. Yani sağ ol, çok pahalı ama. Güzel, yapalım, çok güzel. Şey tabii ki zaten. Pahalı her şey, ne yapsın? Ist alles teuer, ne? 150 sagt sie. Ich habe jetzt, ja, dann hätte ich nicht schon gekauft, hätte ich das eine mitgenommen, weil das ist schöner als das, was ich habe, aber egal. So, hier sind nochmal die Kleider.
Wollte ich noch mal gucken. Leider haben die keine Kleider, so wie ich sie gerne hätte. Also ein ganz normales Kleid halt, aber auch nicht so hässlich. Deswegen sind halt alles so Dingskleider. Und die haben alles auf Wolle noch, richtig warm dann auch für den Sommer. Ich will ein einfaches, ganz normales Kleid, was nicht so dick ist. So, hier gehen wir noch mal lang und gucken mal, was wir hier so haben. Ich habe jetzt an Kopftüchern ausgegeben 280 Teller. Ja, dann werde ich mich erstmal mit durchprobieren. Das sind hauptsächlich welche für zu Hause. Mal sehen, was es hier noch so gibt. Ja, ist auch das Gleiche, ne? Ich habe ja gekauft und dann gucke ich erstmal, jetzt brauche ich ein Kleid. So, ich habe meine Videos abgedreht und nun würde ich sagen, wir verlassen den Bazar. Ich habe zwar nichts gekauft, aber ich komme nachher vielleicht noch mal her und hole mir dann noch ein paar Gemüsegeschichten. Ich glaube, soweit bin ich erstmal durch. Obwohl, da hinten war so ein Laden, erinnere ich mich, mit muslimischen Kleidern. Ein kleiner Laden, ich guck mal. Nach den Preisen da. Da glaube ich, hatte ich mal was gesehen. Mal schauen. Also die Preise sind ungefähr gleich wie letzte Woche. Ich habe jetzt nicht deutliche Veränderungen feststellen können. Aber guckt euch gern mein Video dazu an. Da hinten ist ein Käse, der ist total verschimmelt. Solche langen Schimmelschwämme oben drauf. Richtig eigenartig. Hat der zu? Wahrscheinlich hat er zu. Denn es hat ja auch zum Gebet geläutet sozusagen. Der hat nämlich muslimische Kleidung. Vorhin war der auf. Naja, wahrscheinlich beten die. Kann ja mal gucken, ob der noch auf hat. Kapalle. Er ist zu. Die sind bestimmt beim Beten. Na gut, dann gucken wir uns mal bei den normalen Geschäften um. Aber da werde ich keine muslimische Kleidung finden, glaube ich. Schade, hier haben die auch nicht wirklich was. Mensch. Kaçma. Ayşe kaçıyor, Ayşe. Kaçıyor. Fola. Helal abi, ich überlege, was ich nachher an Gemüse wieder mitnehmen soll. Keine Ahnung. Tomaten, Gurken und vielleicht nehme ich diesmal Aubergine mit. Mal gucken. Und mehr gibt es ja auch nicht, ne? Nur noch Kohl und Wurzeln. Und Spanner gibt es, glaube ich, auch noch. Also Spinat gibt es noch. So. Gut, sind wir einmal wieder durch hier. Und dann gehe ich einmal rüber. Zum Strand wollten wir noch, ne? Das ist wohl wahr. Das machen wir noch mal eben. Zum Gebet hat es gerufen eben, während ich das Video gedreht habe vom Bazar. Ich habe jetzt auch einfach mal alle Kopftücher, die ich so ganz schön fand, eingepackt, ohne wirklich auf die Farben zu achten und so.
Also da werde ich wahrscheinlich nochmal nachlegen müssen, können wir es gleich mal irgendwo hinsetzen, vielleicht am Strand mal gucken, was habe ich da eigentlich gekauft. Habe keine Ahnung. 280, also ungefähr 9 Euro habe ich ausgegeben. Ich habe zwar ein Bonnet gekauft, aber also eine Bedeckung für zu Hause, aber ich möchte gerne noch eine aus Baumwolle. Ich glaube, das ist Nylon-Material, was ich da gekauft hatte. Und bei der einen Dame, wo ich gesagt hatte, das ist zu teuer, 150 Teller, weil ich ja schon habe. Ui, gemein Hund. Oh, ist der süß. Der sieht mal anders aus als die anderen Hunde immer hier. Guck mal. Der ist süß. Ja, der ist richtig süß. Genau, also dann gehen wir mal jetzt gleich zum Strand, wie gesagt, aber wir kommen ja noch vorher am Salle Bazaar vorbei. Da gehen wir dann auch noch mal gucken. Ey, mein Öl wollte ich ja auch mitnehmen, ne? Ich schieb das immer, bis ich nichts mehr habe. Und dann suche ich wie eine Verrückte danach. Genau so bin ich. Ich kaufe solche Sachen immer erst, wenn ich nichts, wenn alles alle ist. So. Gucken wir mal beim Salle Bazaar nach muslimischen Kleidern und beim LC Waikiki. Also einfach ein schönes Kleid, was kein Bund hat, kein Gummi hat. Und was schön aussieht, möglichst in einer Farbe und nicht so viel bunte Sachen und keine Verschnörkelung, einfach von oben bis unten und trotzdem auch hübsch, so ein bisschen hochwertiger aussehen. Davon würde ich 3 kaufen, wenn ich das Richtige finden würde. Es ist richtig warm hier unten, ne? Kälte ist futsch. So, LC Salle Bazaar erstmal. Nach oben einmal zur Kleiderabteilung und die, da war ja noch eine Tischdecke, die nehme ich auch mit. Eine. Da ist fast jemand runtergefallen. Oh mein Gott. So, und hier könnten die vielleicht auch Bonnets haben. Und zwar, nee, das war oben, ne? Die Kopftücher, glaube ich. Naja, wir schauen. Oh mein Gott, ist das warm hier, ne? Ja, das ist natürlich Winter, richtig, das ist viel zu warm. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Muss schon dünner sein, sind alles noch die Winterklamotten leider hier. Ja, werden wir wahrscheinlich auf den Sommer erstmal warten müssen. Nö, also Kleider gibt es hier nicht leider. Und auch keine Kopftücher, das ist alles Unterwäsche irgendwie. Nee. Oder übersehe ich hier was? Hier sind zwar so lange Sachen, aber keine Kleider. Dazu müsste man Röcke anziehen. Und Röcke mag ich nicht. Früher habe ich immer Röcke drunter getragen, ne? Über Pullover oder T-Shirt und unten Röcke. Das sind meine Zeiten damals. Aber es drückt halt immer. Und wenn da noch eine Hose drunter ist, dann hast du zweimal hier so ein Bund, welches drückt. Oh, hier ist noch wärmer, Leute. So. Hier sind die Kopftücher. Von denen ich ja dachte, das seien Tischdecken. Ja, die haben aber keine Bonnets. Welche kosten die denn hier? Sag mal. Und lass mal gucken, steht da kein Preis drin? Vielleicht sind die hier ja gar nicht so teuer. Steht natürlich wieder kein Preis dran, ne?
mal fragen. Steht kein Preis dran, muss ich fragen. Ich habe aber keine Lust. Und Klettband. Die kosten 130. Das heißt, die sind viel günstiger, also günstiger als auf dem Bazar. Da kosteten die ja alle 150. Zu wissen. Also, das fände ich zum Beispiel schön. Ich muss mal gucken, was ich habe überhaupt. Ich hatte ja auch was gekauft. Welche Farbe? Ich glaube, ich habe rosa gekauft. Das ist auch eine schöne Farbe. Oh ja, steht drauf. Guck mal. Hier steht ein Preis. Oder? Nee. Aber 130 hat sie gesagt. Und die zwischen 80 und 70, diese hier. Das heißt, sind günstiger als auf dem Wasser. Ja, war eigentlich auch klar, ne? Aber egal, jetzt habe ich schon mal geholt. Gut, die Farbe finde ich schön eigentlich. Ich glaube, ich habe aber rosa genommen. Lass mal gucken. Ich habe rosa genommen, aber ein anderes rosa. Naja, ich gucke mal erstmal. So. Jetzt haben wir mal so ein Klettband. Das ist Gummiband. Ich muss nochmal fragen, aber die haben auch kein Klettband. Das ist Gummiband. Da ist Klettband, oder? Nee, das ist Gardinenband. Hier ist Klettband. Muss man wahrscheinlich keinen Meter kaufen. Wie viel kostet das? 30 Teller pro Meter, ne? Muss man dann nochmal die andere Seite aufkaufen? Weil es gibt ja immer zwei, ne? Eins, was klebt und eins, was hält. Natürlich, ich muss beide dann kaufen. Hm. Ist die einen Weinrot geben würde? Hier sind Bonets, siehst du? Guck ich mal. Jetzt auf 50 cm genommen. Sind das 50? Ja, 50 cm. Also kosten die beiden dann 30 Teller, 1 Euro. Ist schon teuer, ne? Aber ja. Brauche ich halt für die beiden Sachen, die ich da an meinen Sessel anbringen will. 60 kosten hier die Namas-Geschichten. Sind schön. Sind schön. Aber das ist lila alles, ne? Hier kosten die 100. Ja, die kosten alle 100. Ja. Was kosten denn die Kissen hier? Ein Tischdecken habe ich und kosten die 35. Und Foch, nee, das kostet 35. Hier steht kein Preis, wir hatten schon mal geguckt. Ne? Aber wird auch so um die 60 kosten. Das andere Kissen hat ja auch 60 gekostet. Das ist lila. Das passt nicht. Schade. Ja. Was sind die hier denn noch? Kissen. Oder wie? Die sehen ja auch süß aus. Große Kissen. Medical Visco ist doch. Ja. Das sind vielleicht so Zierdekissen, ne? Passt aber auch nicht. Keins der Kissen passt. Das soll's, hilft alles nichts.
Wenn die in Leihnot wären, sind sie aber nicht. Weiter. Aber hier gibt es jetzt auch solche. Das ist ein Nature-Kra, das ist kein Plastik. Das ist rosa. Rosa passt ja nicht, muss Leihnot sein. Wenn, dann müsste das das sein. Die kostet 260. Das ist lila. Auch kein Weinrot. Nee. So sehr ich auch gucke. Die sind sowieso alle viel zu teuer. Steht auch 90, die kosten sogar 49 nur. Ja. Mal nach Gläsern gucken, die wollte ich ja da hinnehmen. Ne? Oh, 160 Teile. Die sind aber teuer. Da muss man dann mal nach Angeboten gucken, wahrscheinlich. Ist da keine gerade? Alles sehr teuer, Leute. Nehmen wir im Schnäppchenshop gucken, vielleicht 200. Die sind auch schön. 150, 135. Oder die? 30. Ja, sowas wäre schon besser, aber das ist zu klein. Zu klein. Weinrot muss es ja dann sein eigentlich. Gibt es aber auch nicht in Weinrot. Die sind eigentlich witzig. Würde rosa auch gehen. Ist aber für meinen Kaffee viel zu klein. Ich brauche größer. Die kosten 40, die kosten auch 30. Nee, leider nicht. Könnte auch grau oder auch gehen, aber grau würde auch gehen. Ich glaube, grau würde noch besser passen sogar. Die kosten 40, glaube ich. Also war auch nicht mehr viel von 2. Sind auch alle angeknackst, ne? Ne, ich guck noch mal im Schnäppchen-Shop. Das ist mir jetzt nicht schön genug. Ja. Nein, ja. Da können wir noch mal nach den Dinger gucken.
120? Ne, 145. So. Jetzt machen wir noch was Grauen für. Das haben wir auch nicht gesehen letztes Mal. Ne? Hä? Wieso habe ich die denn nicht gesehen? Entschuldigt. Die sind ja. Aber die gehen auch irgendwie nicht. Auch dann ein Grau. Wow, die sind zu teuer. Das ist ja auch übertrieben für die Küche. Das kostet 65. Brauche ich aber nur das hier, wenn. 130, 115 Teile. Das würde auch gehen, sowas hier. Und da mein Dings schwarz ist, würde ich sagen, ich nehme dann sowas. Oh, möglichst einer, der heil ist. Blödert auch 15 Teile für mein Spülmittel. Wie kostest du? 50? Oh ne, 130. Was kostet dann 50? Das? Das ist das wahrscheinlich, ja? Ist aber auch so schnell alle dann, ne? Ich glaube, das andere ist besser. Es war Plastik, aber es muss aber auch funktionieren, bitte. Die sehen alle so krumm und schief aus. Bei meinem Glück funktionieren die jetzt wieder alle nicht. Scheiße. Das jetzt genommen. Dann brauche ich noch einen Müll vielleicht, ne, der nicht gerade weiß ist. Ich gucke mal, ob die noch was Günstiges hier haben. Nicht schwarz. Die kosten die 50. Dann wird ja schwarz dann auch am besten passen. Nicht grau. Ne, die haben da hinten nur die großen. Groß will ich ja nicht. Das ist ja. Zur Not nehme ich den erst nochmal, den meisten, egal. Dann die Klebefolie will ich nochmal gucken, für meinen Brotkorb. Genau, da kann ich auch nochmal gucken. Ich habe mir schon mal ein paar Kleinigkeiten wieder, ne? Die Klebefolie ist bestimmt oben. Da gehe ich jetzt aber nicht nochmal hoch.